So ein einfaches MIDI-Keyboard kann dir helfen, in DaVinci Resolve schneller und besser Sounddesign zu betreiben. Ganz einfach, indem du einfach Sounds auf die Klaviatur legst und die damit spielst. Das Plugin, was du dafür brauchst, ist in DaVinci Resolve selbst enthalten, heißt Foley Sampler. Das gucken wir uns heute an und wir schauen uns an, wie du mit dem Ding Instrumente spielen kannst, digitale, die du dann zum Beispiel für deine Trailermusik nutzen kannst. Ich habe hier jetzt nur eine Stockaufnahme und die kam ohne Audio und deswegen werde ich zuerst einmal eine Atmo dahin packen und da möchte ich jetzt noch die Footsteps reinbringen. Okay, das jetzt sind meine einzelnen Samples, die ich dann per Keyboard einspielen will. Und falls du jemals beim Download von Samples so einen riesen Teil erwischst mit ganz, ganz vielen Samples drin, kannst du die ja einfach zerschneiden. Und die du haben willst, dann einfach markieren und per Rechtsklick Export Audio Files als WAV exportieren in den Ordner mit Auto Renaming Each Duplicates und also Add to Media Pool. Dann hast du sie nämlich gleich im Media Pool und dann bekommst du einen Ordner mit den ganzen Sounds einzeln. Und die habe ich auch schon hier importiert. Das sind die, die mir DaVinci gegeben hat und die wollen wir jetzt über das MIDI Keyboard spielen. Das bedeutet, ich gehe hier auf Effects, Instrument, Fairlight, Foley Sampler und jetzt kann ich mir hier die einzelnen Samples reinziehen und du siehst, wenn ich alle Samples markiere, dann legt er die mir hier auf die Tastatur. Ich kann jetzt allerdings noch nichts spielen und das liegt daran, dass ich hier oben noch mein MIDI Keyboard auswählen muss und wenn du dein MIDI Keyboard da nicht siehst, dann guck mal, ob du den Treiber installiert hast. Dann wähle ich hier einfach den Omni Channel und jetzt kann ich spielen. Und das Schöne ist, wenn ich sanft anschlage, wird es auch sanfter, als wenn ich hart anschlage. Wenn ich allerdings die Anschlagstärke raushaben möchte, dann kann ich ganz einfach hier oben auf Level gehen und kann das Ganze A in der Lautstärke hier im Level ändern und zum Beispiel noch boosten um 6 dB, nach links oder rechts pennen, also links oder rechts verteilen und auch die Velocity-Sensitivität, also die Anschlagstärke beeinflussen. Wenn ich die auf 0 stelle, kann ich hier so hart anschlagen, wie ich will, es wird nicht lauter und so leise anschlagen, wie ich will, es wird nicht leiser. Wenn ich die allerdings hochstelle, dann wird es halt je leiser ich anschlage. Und das gleiche natürlich auch mit dem Filter. Ich kann hier Filter und Velocity Filter einstellen. Aber das ist eigentlich meistens, was man nicht so häufig braucht. Und mit aufsteigender Höhe wird natürlich auch mein Sample höher. Okay, jetzt spricht unser Keyboard zur Spur 1. Wenn ich jetzt hier was drücke, dann siehst du, bei Audio 1 kommt ein Ausschlag. Und jetzt müssen wir das bloß noch aufnehmen. Das bedeutet, ich klicke hier vorne auf R für Record, Aim for Record. Und sobald ich hier oben dann den Record-Button drücke, geht es los und ich kann einspielen. Das bedeutet, ich kann jetzt immer synchron zum Video einfach ein paar Schritte tippen. Nachdem wir das jetzt aufgenommen haben, können wir einfach mit Alt noch ein paar Keyframes setzen und das Ganze ein bisschen runterziehen, damit es auch leiser wird am Ende. Und wenn ich das Preset in irgendeinem anderen Projekt auch wieder haben möchte, dann kann ich mir ganz einfach hier den Foley Sampler im Input aufmachen und das Ganze hier unter dem Plus als Preset speichern. Ich habe das bereits gemacht. Bei dir fragt er dich dann, wie er es nennen soll. Und genauso kannst du dir unterschiedliche Presets anlegen. Ich habe hier auch zum Beispiel eins für Swooshes. Okay, du kannst natürlich auch deine Stimme spielen. Danke. Bravo, bravo, dankeschön. Okay, nachdem jetzt alle Trommelfälle geplatzt sind, fehlt jetzt bloß noch die Möglichkeit, Instrumente mit dem Ding zu spielen. Und wenn du nicht weißt, wo du kostenlose VST-Instrumente herbekommst, dann schau doch mal in den Artikel, den ich dir unten verlinkt habe. Ein Kumpel von mir, der betreibt einen Audioblog, heißt meinhomestudio.de und er hat hier quasi ganz viele kostenlose und Paid-Alternativen aufgelistet, wie zum Beispiel für Drums, Pianos, Synthesizer, Gitarre, Bass, alles Mögliche. Und das kannst du dir ja mal reinziehen. Und ein Tutorial zum Installieren von VST-Instrumenten habe ich dir da oben auch schon mal gemacht. Okay, wenn du dir VST-Instrumente installiert hast und sie nicht in der Instrumentkategorie zu finden sind, wie zum Beispiel hier das MT Power Drum Kit, finde ich hier nicht,
dann kannst du immer noch in DaVinci Resolve Preferences gehen, dann hier unter Audio Plugins das Plugin suchen, nach dem du suchst, und hier hinten eine Kategorie vergeben, damit DaVinci Resolve auch weiß, dass das in die Instrumente gehört. Danach findest du das auch hier. Und ich nehme jetzt das Ding hier als Beispiel, aber du kannst jedes beliebige VST-Instrument da reinladen. Und jetzt könnte ich quasi hier spielen. Aber ich habe natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, über mein MIDI-Keyboard zu gehen, indem ich das einfach anwähle, und dann kann ich das Ding gleich spielen. Das Ganze muss ich dann natürlich wieder vor Record aimen und dann hier auf Record drücken, und jetzt kann ich spielen. Und ich könnte zum Beispiel so einfach noch ein paar Akzente auf eine Trailer-Musik packen und dann am Ende selber noch ein Drum-Solo einspielen. Ihr seht, wie gut ich darin bin. Vielleicht kann ich nicht so gut einspielen, aber ich habe noch eine ganze Menge Tutorials auf Lager über Audioeffekte. Schau dir doch mal das hier drüben an. Da gebe ich dir einen groben Rundumschlag, wie du Audioeffekte nutzen kannst. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.